Ja, hallo meine Lieben, hier der Adi aus der Ferne. Ich grüße euch mal ganz herzlich, wie immer, aus Kolumbien. Ihr wisst, dass ich weit weg von Deutschland wohne. Ich habe heute eine Nachricht an die deutsche Presse, meine Lieben. Und zwar an alle Journalisten, die ihren Beruf in der deutschen Sprache gelernt haben. Ich kann immer nur den Kopf schütteln, wenn ich daran denke, was es für Nachrichten gibt in Deutschland. In der Schweiz und in Österreich wird so viel Mist verzapft. Ich habe eine Nachricht an den Spiegel, an den Stern, an die FAZ, an den Tagesspiegel, an die Süddeutsche Zeitung. Und alle Journalisten und Kollegen, die aus der Hüfte geschwungen ihren Colt ziehen, mit dem Füllfederhalter in der Hand, wenn sie überhaupt noch wissen, was ein Füllfederhalter ist, meine Lieben. Sie schwingen gegen Donald Trump wild umher, sie schießen gegen ihn, wann immer sie eine Gelegenheit haben. Und ich spreche gerade von denen, die behaupten, dass sie eine seriöse Ausbildung hinter sich gebracht haben, irgendwo in einer Journalistenschule, in einer Uni, was heutzutage ja ziemlich fraglich ist. Sie haben alle ein Versprechen geleistet, als sie Journalisten geworden sind, ja? Ich rede mit euch da draußen, ihr Journalisten und Kollegen. Ihr habt versprochen zu recherchieren und ihr wisst, wovon ich rede. Die Strategie des Aufspürens, einer Story auf den Grund gehen und sie wahrheitsgemäß zu berichten, davon rede ich. Wisst ihr überhaupt noch, was das war? Ich will euch mal ein paar Tipps geben, okay? Ihr müsst Quellen und ihre Echtheit überprüfen, das hat man euch beigebracht. Fotos, Personen, Informationen, Recherche im Netz, Rohdaten, Originaldokumente, Videos, das Deep Web benutzen. Ja? Und vor allem solltet ihr überprüfen und vergleichen. Hallo? Das ist nicht so schwer, man braucht nur eine Beziehung zum Equilibrium, zum Ausgleich, zur Balance, zur Ausgeglichenheit zu haben. Und vor allem braucht man dazu den Willen zur Wahrheit. Okay? Wenn ihr euren Beruf lieben würdet, liebe deutsche Journalisten, dann wäre die Welt heute ein viel besserer Ort. Denn ihr deutet mit den Fingern auf jene, die genau das tun, was ihr tun solltet. Und ihr nennt sie nämlich Verschwörer, weil sie recherchieren und weil sie der Wahrheit nachgehen, weil sie der Wahrheit auf den Grund gehen. Und ihr schafft mit eurer Unausgeglichenheit Zündstoff beim Volk. Schämt euch. So, meine Lieben, so bin ich jetzt das losgeworden. Und ich bin mal gespannt, wie lange dieses Video auf YouTube überlebt, wie lange es nicht zensiert wird, bevor es gelöscht wird. Und nun will ich euch berichten, was ich erfahren habe aus Quellen in Amerika direkt, weil man solche Sachen ja bei der deutschen Nachrichtenagentur nirgendwo erfährt. Da gibt es niemand, der das berichtet. Die Hintergründe des FBI, warum sie auf Donald Trump in seiner Villa so scharf gewesen sind. Seit meinem letzten Video am 21. August über dieses Thema ist ja einiges passiert, meine Lieben, und darüber will ich euch heute ausführlich berichten. Der Durchsuchungsbefehl in der Villa von Donald Trump in Mar-a-Lago wurde am Freitag von einem Bundesgericht in Florida entsiegelt. Es war stark geschwärzt und enthielt kaum neue Informationen. Aber das Dokument steht im Mittelpunkt einer großen Untersuchung gegen einen ehemaligen Präsidenten und zieht große Reaktionen von beiden Seiten der politischen Kluft. Nachsicht heißt es hier. Es sind die wichtigsten Informationen darüber, was in der eidesstattlichen Erklärung enthalten war und was nicht. Erstens, es gab jede Menge schwarze Tinte. Ungefähr 20 Seiten des 38-seitigen Dokuments waren entweder in erheblichem Umfang geschwärzt oder sie waren vollständig geschwärzt. Auf 24 Seiten waren zumindest einige Informationen geschwärzt und in Anbetracht des Arguments,
des Justizministeriums über die Sensibilität des Falles wurden auch erhebliche Schwärzungen erwartet. Also das ist wirklich keine Überraschung gewesen, meine Lieben. Eine verfrühte Offenlegung des Inhalts dieser eidesstattlichen Erklärung und der zugehörigen Dokumente kann erhebliche negative Auswirkungen auf die laufenden Ermittlungen haben und deren Wirksamkeit ernsthaft gefährden, indem sie den kriminellen Parteien die Möglichkeiten gibt, zu fliehen, Beweise elektronisch oder anderweitig gespeichert zu zerstören, Verhaltensmuster zu ändern und kriminelle Verbündete zu benachrichtigen, schrieb das Justizministerium. Stellt euch mal vor, die haben bereits Donald Trump so beschrieben und dargestellt, als wäre er einer von diesen primitiven Spionen aus den 30er Jahren. Zweitens, es gab jede Menge Seiten. Auch die Länge des Durchsuchungsbefehls, Entschuldigung, war bemerkenswert. Ein durchschnittlicher Durchsuchungsbefehl ist wesentlich kürzer als 38 Seiten, das jetzt dem FBI über den Richter vorgelegt wurde. Es gab einen Professor an der Ave Maria School of Law und Senior Fellow für Recht und öffentliche Ordnung am King's College. Und der hat Folgendes erklärt. Er sagte, dass die Länge der Erklärung immer noch Fragen aufwirft. Die Länge der eidesstattlichen Erklärung ist nicht beispiellos, aber doch ein wenig seltsam. Je mehr ein Anwalt schriftlich erklären muss, desto länger ist das juristische Dokument und desto schwächer ist häufig das Argument und die Rechtsposition, hat der Professor gesagt. Der Verweis auf mehrere Bundesgesetze und die ausführliche Erörterung vertraulicher Bezeichnungen lassen das Dokument ein wenig wie ein Lehrmittel für die Öffentlichkeit oder vielleicht für die Bundesgerichte in Florida aussehen. Es gibt andere Rechtsexperten, die meinten, die Länge des Dokuments könnte auf besondere Vorsicht zurückzuführen sein, da der Durchsuchungsbefehl das Haus eines Ex-Präsidenten betreffen würde. Und das ist natürlich beispiellos in der Geschichte Amerikas. Bundesrichter gibt geschwärzte Erklärung der Trump-Razzia frei, die das FBI zur Durchsuchung von Mar-a-Lago verwendet hat. Und hier sind einige Live-Updates. Drittens, der Durchsuchungsbefehl zitiert weitere Dokumente, die zum Verschluss vorgesehen waren, die Trump besessen hat. Die eidesstattliche Erklärung bezieht sich auf fast 200 Dokumente mit Verschlusssachen, die Trump zuvor übergeben hatte. Darin heißt es, das FBI habe im Mai 15 Kisten mit Dokumenten untersucht, die Trump Anfang des Jahres an die National Archives and Records Administration übergeben hatte und die eine Fülle von als geheim gekennzeichneten Dokumenten enthielten. Eine vorläufige Sichtung der Dokumente mit Klassifizierungskennzeichnungen ergab die folgende ungefähre Anzahl: 184 einzelne Dokumente mit Klassifizierungskennzeichnungen, darunter 67 Dokumente mit der Kennzeichnung vertraulich, 92 Dokumente mit der Kennzeichnung geheim und 25 Dokumente mit der Kennzeichnung streng geheim, heißt es in der eidesstattlichen Erklärung des Justizministeriums. Aufgrund meiner Ausbildung und Erfahrung weiß ich, dass Dokumente, die auf diesen Stufen eingestuft sind, typischerweise NDI enthalten, also eine Ethernet-Netzwerk-Schnittstellen-Device. Trump und sein Anwaltsteam argumentieren, dass der ehemalige Präsident die uneingeschränkte Befugnis hatte, alle Dokumente, die er wollte, freizugeben. Sie sagen, dass alle Dokumente, die in Mar-a-Lago gefunden wurden, auf seinen Befehl hin freigegeben wurden. Seine auf der Verfassung basierende Autorität in Bezug auf die Klassifizierung und Freigabe von Dokumenten ist uneingeschränkt, schreibt Trumps Anwalt M. Evan Corcoran in einem Schreiben, das in der eidesstattlichen Erklärung zitiert wird. Es gibt einige Gesetze, nach denen eine Person wegen des Besitzes von Informationen, die für die nationale Sicherheit von Bedeutung ist, strafrechtlich verfolgt werden kann, unabhängig davon, ob es sich um Verschlusssachen handelt oder nicht. Eine strafrechtliche Verfolgung eines ehemaligen Präsidenten wegen eines solchen Deliktes wäre jedoch beispiellos in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Viertens, das Justizministerium erklärt, es habe hinreichenden Verdacht auf Behinderung. Das Justizministerium vermutet nicht nur, dass weitere als geheim eingestufte Dokumente in Mar-a-Lago verblieben sind, sondern glaubt auch, Beweise für eine Behinderung der Ermittlungen durch Trump
zu finden. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass weitere Dokumente, die als geheim eingestufte Informationen enthalten oder als präsidiale Unterlagen der Aufbewahrungspflicht unterliegen, derzeit in Prämisse verbleiben, hieß es. Es besteht auch Grund zu der Annahme, dass in den Beweisen für Unobstruktion weiteres Beweismaterial enthalten ist. Es ist nicht klar, auf welche Weise das Justizministerium glaubt, dass Trump die Ermittlungen behindert haben könnte oder wann dies geschehen sein könnte. Andere Ermittlungen der Bundesbehörden befassten sich in den letzten Jahren mit der angeblichen Behinderung der Justiz durch Trump. Das FBI hat gesagt, dass es wahrscheinlich Grund habe zu glauben, dass weitere geheime Dokumente in Mar-a-Lago verbleiben, steht auf der eidesstattlichen Erklärung. Trump reagiert. Trump hat am Freitag in seinem sozialen Netzwerk Truth Social das Justizministerium scharf angegriffen. Er nannte die Ermittlungen eine Hexenjagd. Affidavit war redaktet, das heißt also, es war reduziert, es wurde komplett zu über 80% schwarz markiert und praktisch ausgestrichen. Und ja, wir haben ihnen viel gegeben, sagte Trump, und Richter Bruce Reinhardt hätte den Einbruch in mein Haus niemals zulassen dürfen. Also, ich sehe schon, das wird eine längere Geschichte, aber habt Geduld, denn hier ist viel Information, die ich euch noch gleich weiter übersetzt habe. Und ihr könnt euch das hier anschauen, wie es jetzt weitergeht und welche Begründungen man hier vorführt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, was man alles vergessen hat, was man ausgelassen hat dazu, das will ich euch jetzt übersetzt hier wiedergeben. Nun, meine Lieben, ich habe mich schlau gemacht und ich habe hier etwas recherchiert und auch übersetzt von Poynter. Das ist eines der angesehensten Medien, die es gibt in den Vereinigten Staaten, was Ethik anbetrifft, Führungspositionen, Fact-Checken und vor allem Medienliteracy. Also, wollen wir uns das anschauen hier, meine Lieben. Poynter schreibt Folgendes in seiner Faktenprüfung: Kann Donald Trump für das Amt des Präsidenten kandidieren, wenn er angeklagt und verurteilt wird, weil er offizielle Unterlagen entwendet haben soll? 15 Kisten mit Präsidentschaftsunterlagen, darunter auch Verschlusssachen, wurden Anfang des Jahres aus Mar-a-Lago in die Nationalarchive gebracht. Das war im Januar diesen Jahres. Polizisten stehen dann am 8. August vor dem Eingang zu Mar-a-Lago des ehemaligen Präsidenten Donald Trump in Palm Beach, Florida. Die Durchsuchung des Mar-a-Lago-Anwesens des ehemaligen Präsidenten Donald Trump durch das FBI wirft die Frage auf, ob ein Gesetz, das die Entfernung offizieller Unterlagen verbietet, Trump von der Kandidatur für das Präsidentenamt im Jahr 2024 ausschließen könnte. Trump sagte in einer Erklärung am 8. August, dass Mar-a-Lago derzeit von einer großen Gruppe von FBI-Agenten belagert, durchsucht und besetzt werde. Sie haben sogar meinen Safe aufgebrochen, sagte Trump. Ohne Zugang zum Durchsuchungsbefehl oder anderen Ermittlungsdokumenten wissen wir nicht viel über die Durchsuchung. Sprecher des FBI und des Justizministeriums teilten Politfact mit, dass sie keinen Kommentar abgeben können. Mehrere Nachrichtenberichte brachten die Untersuchung mit offiziellen Dokumenten in Verbindung, die aus dem Weißen Haus nach Mar-a-Lago gebracht wurden. Das Nationalarchiv bestätigte im Februar, dass es im Jahr 2021 mit Trump-Vertretern kommuniziert hatte, was im Januar zur Übergabe von 15 Kisten geführt hat, darunter auch als geheim eingestufte Unterlagen zur nationalen Sicherheit. Das Nationalarchiv hat das Justizministerium alarmiert. In einem Interview mit Sean Hannity von Fox News sagte der Sohn des ehemaligen Präsidenten Eric Trump, dass der Zweck der Razzia darin bestand, dass das Nationalarchiv bestätigen wollte, ob Donald Trump Dokumente in seinem Besitz hatte oder nicht, und fügte hinzu, dass mein Vater monatelang mit ihnen zusammengearbeitet hat.
Das Bundesgesetz besagt, dass es ein Verbrechen ist, vorsätzlich und absichtlich offizielle Unterlagen zu entfernen und dass ein solches Verbrechen den Angeklagten von der Ausübung eines Amtes in den Vereinigten Staaten ausschließt. Einige Rechtsgelehrte sind jedoch der Meinung, dass dieses Gesetz nicht verwendet werden kann, um Trump von einer Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 auszuschließen. Die in der Verfassung enthaltene Liste der Kriterien für eine Präsidentschaftskandidatur enthält nur Angaben zu Alter, Staatsbürgerschaft und Wohnsitz. Strafrechtliche Anklagen oder Verurteilungen werden nicht erwähnt. Ob Trump letztendlich von der Staatsanwaltschaft angeklagt wird, ist reine Spekulation. Gegen Trump laufen mehrere Ermittlungen, unter anderem wegen seiner Bemühungen, trotz seiner Niederlage im Jahr 2020 im Amt zu bleiben und wegen seiner Rolle bei dem Anschlag auf das US-Kapitol am 6. Januar. Die Verfassung verbietet es, Kriminelle nicht für das Präsidentenamt zu kandidieren. Social-Media-Nutzer wiesen darauf hin, dass das FBI den Durchsuchungsbefehl in Mar-a-Lago am 8. August ausführte, demselben Tag, an dem Präsident Richard Nixon 1974 seinen Rücktritt bekannt gab. Nixon stand Pate für den Presidential Records Act von 1978, der vorschreibt, dass die Unterlagen des Präsidenten in den Nationalarchiven aufbewahrt werden müssen. Das Gesetz hob die lange Tradition des Privateigentums auf, die bis in die Anfänge der Republik zurückreicht, indem es erklärte, dass nach dem 20. Januar 1981 die Aufzeichnungen aller Präsidenten Eigentum des amerikanischen Volkes sind, erklärte Bruce Montgomery, Professor an der University of Colorado Boulder gegenüber PolitFact. Das Bundesgesetz 18 US Code 2071 verbietet seit langem die Entfernung, Verheimlichung oder Zerstörung von Präsidentenakten. Es besagt, dass das vorsätzliche und rechtswidrige Entfernung solcher Unterlagen mit einer Strafe von bis zu 3 Jahren Gefängnis geahndet werden kann und dass der Angeklagte sein Amt verwirkt und von der Ausübung eines Amtes in den Vereinigten Staaten ausgeschlossen wird. Mark Elias, ein Anwalt, der Wahlrechtsfälle im Namen der Demokraten verhandelt, hob diese Zeile über die Disqualifikation hervor und twitterte: Die Medien übersehen den wirklich großen Grund, warum die heutige Razzia ein potenzieller Blockbuster in der amerikanischen Politik ist. In einem späteren Tweet schrieb Elias jedoch, dass es zweifellos eine verfassungsrechtliche Anfechtung der Anwendung dieses Gesetzes auf einen Präsidenten geben werde. Man kann darüber spekulieren, wie es ausgehen würde, aber es ist beispiellos und würde in vollem Umfang prozessiert werden. Rick Hasen, ein Wahlrechtsexperte an der Universität von California, Los Angeles, sagte, er sehe nicht, dass eine Verurteilung wegen eines Verstoßes gegen 18 US Code 2071 Trump daran hindern könne, für das Amt zu kandidieren. Dieses Gesetz kann nicht die Verfassung übertrumpfen, in der die ausschließlichen Qualifikationen für das Amt des Präsidenten festgelegt sind, schrieb Hasen in seinem Wahlrechtsblog. Dies ist also kein Weg, um Trump rechtlich die Möglichkeit zu nehmen, für ein Amt zu kandidieren. Die US-Verfassung hält den Grundsatz aufrecht, dass die Wähler entscheiden, wer sie vertreten soll. Die Verfassung besagt, dass nur geborene Bürger oder US-Bürger, die mindestens 35 Jahre alt sind und seit 14 Jahren in den USA leben, für das Präsidentenamt kandidieren können. Frühere Urteile des Obersten Gerichtshofs besagen, dass ein Staat Angeklagten oder verurteilten Verbrechern nicht verbieten kann, für ein Bundesamt zu kandidieren. Und der Kongress kann dem Amt des Präsidenten keine weiteren Qualifikationen hinzufügen, so Derek Müller, Rechtsprofessor an der Universität von Iowa. Jemand könnte das Gesetz über die Aufzeichnungen nutzen, um Trumps mögliche Kandidatur anzufechten, und die Gerichte würden dann über die Verfassungsmäßigkeit seiner Kandidatur entscheiden, sagte die Georgetown-Rechtsprofessorin Victoria Nurse. Verurteilte Straftäter haben bereits für das Präsidentenamt kandidiert und verloren. Lyndon LaRoche wurde 1988 wegen Steuer- und Postbetrugs verurteilt und kandidierte zwischen 1976 und 2004 mehrfach für das Präsidentenamt.
Eugene Debs, der wegen einer Antikriegsrede gegen das Spionagegesetz von 1917 verurteilt wurde, saß in einem Bundesgefängnis, als er 1920 als Sozialist für das Präsidentenamt kandidierte. Debs Unterstützer verteilten Wahlkampfbuttons für den Gefangenen 9653. Obwohl es rechtlich möglich ist, hinter Gittern für ein Amt zu kandidieren, würde dies einige politische Herausforderungen mit sich bringen, da die Möglichkeiten eines Kandidaten, Spenden zu sammeln und Kundgebungen abzuhalten, eingeschränkt wären. Der Nachweis eines Falles im Rahmen des Gesetzes über Aufzeichnungen erfordert bestimmte Kriterien. Das Justizministerium nennt mehrere Kriterien, die erfüllt sein müssen, um einen Fall im Rahmen des Gesetzes über Aufzeichnungen nachzuweisen. Darunter auch, dass der Angeklagte vorsätzlich und in dem Wissen handeln muss, dass er gegen das Gesetz verstoßen hat. Ein früherer Fall legt nahe, dass der Beklagte wissen muss, dass es sich bei den Dokumenten um öffentliche Unterlagen handelt. Diese Elemente dürften nicht so schwer zu beweisen sein, da Präsidenten über die Bedeutung von Präsidentenakten und deren Aufbewahrung unterrichtet werden, ganz zu schweigen von den Auswirkungen auf die Sicherheit, so Nurse. Douglas Cox, Juraprofessor an der City University of New York, sagte, dass die Staatsanwaltschaft nicht unbedingt nachweisen müsse, dass Trump die Unterlagen physisch entfernt habe. Wenn Trumps Helfer mit ihm oder auf seine Anweisung hin Unterlagen entfernt haben, könnte Trump für einen Verstoß gegen das Gesetz verantwortlich sein. Aber natürlich könnten Durchsuchungen seines persönlichen Büros und seines Tresors sehr wohl konkrete Beweise für Donald Trumps Absicht und seine persönliche Beteiligung an der Entfernung und oder anschließender Verheimlichung liefern, so Cox. Es gibt noch andere Möglichkeiten, wie Trump von der Kandidatur ausgeschlossen werden könnte, schrieb Hasen. Der Kongress könnte Trump auf der Grundlage von Abschnitt 3 des 14. Verfassungszusatzes von einer erneuten Kandidatur ausschließen, der besagt, dass Beamte, die an einem Aufstand oder einer Rebellion beteiligt waren, in Zukunft kein Bundesstaats- oder Militäramt mehr bekleiden dürfen. Der Senat hat diesen Weg nicht bestritten. Er hätte Trump während des Amtsenthebungsverfahrens die erneute Kandidatur verbieten können, hat dies aber nicht getan. Es ist nicht bekannt, wie der Ausschuss, der Trumps Handlungen im Zusammenhang mit dem Anschlag vom 6. Januar untersucht, die Aussicht auf Trumps Kandidatur behandeln wird. Der Zeitpunkt einer möglichen Anklage gegen Trump ist unklar, aber Bundesstaatsanwälte vermeiden es manchmal, kurz vor einer Wahl Anklage zu erheben, um Anschuldigungen zu vermeiden, dass ihre Maßnahmen einem Kandidaten oder einer Partei helfen oder schaden sollen. Deshalb war es überraschend, als FBI-Direktor James Comey in den letzten Tagen des Wahlkampfs 2016 die Gesetzgeber über neue E-Mails informierte, die für die Ermittlungen gegen die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton von Bedeutung sein könnten. Doch Anklagen kurz vor dem Wahltag sind nichts Ungewöhnliches. Beamte kündigten die Anklage gegen Caspar Weinberger, den ehemaligen Verteidigungsminister unter Präsident Ronald Reagan, wegen Irreführung des Kongresses im Juni 1992 an, aber ein Richter wies die Anklage ab. Am 30. Oktober, nur 4 Tage vor den Wahlen 1992, als Reagans Vizepräsident George H.W. Bush für eine zweite Amtszeit im Weißen Haus kandidierte, reichte der unabhängige Staatsanwalt erneut eine Anklage wegen anderer Vorwürfe ein. Generalstaatsanwalt Merrick Garland schrieb im Mai in einem Memo über Wahljahresempfindlichkeiten, dass keine Ermittlungen oder Strafverfolgung stattfinden sollten, um eine Wahl zu beeinflussen. Das Memo verbietet nicht ausdrücklich die Erhebung von Anklagen, sagt aber, dass Staatsanwälte die Richtlinien zur öffentlichen Integrität konsultieren sollten. Nun, meine Lieben, es ist natürlich ziemlich unklar jetzt, wie das Ganze weitergehen soll, und wir können hier nur spekulieren. Zum Abschluss, meine Lieben, möchte ich noch Folgendes anmerken. Stellt euch vor, ihr begeht ein schweres Verbrechen, aber während dieser Zeit habt ihr in eurem Haus 24 Stunden lang die Sicherheitskameras am Laufen. Und stellt euch vor, ihr begeht ein schweres Verbrechen unter den Augen des Secret Services.
Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Also ich sehe nicht, wie man mit so einer Anklage durchkommen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch eine angenehme Woche. Alles Gute und vergesst nicht, Ende der Woche am Samstag haben wir live Donald Trump und wir werden das natürlich auch live wie immer übertragen. Alles Gute, euer Adi. Ciao, ciao.